Hallo, liebe Zockergemeinde und die, die es noch werden wollen. Und natürlich auch hallo an die, die sich einfach nur verirrt haben und jetzt schon wieder ausgeschaltet haben. Ich bin der Haziel, ihr kennt mich vielleicht von meinem alten YouTube-Channel HazielWHV bzw. HazielLP. Den gibt es nicht mehr, auch die Harvest Moon Let's Plays dort gibt es nicht mehr. Sie werden alle jetzt auf diesem Channel hochgeladen, wo ich mit den netten Kollegen ein paar Let's Plays zusammen aufnehmen werde. Ich bin jetzt frisch dazugestoßen, hoffe, ich werde so akzeptiert und dachte mir, hey, komm, ich nehme jetzt einfach mal ganz stumpf, vollkommen unvorbereitet, irgendein kleines Pimmel-Let's Play auf, einfach nur um zu gucken, ob meine Hardware denn noch so funktioniert, wie sie es soll. Darum, ja, genießt einfach das unfassbar lange Intro. Ich glaube, es hat gar keins. Ich muss nicht sagen, um welches Spiel es geht, ihr werdet es selber rausfinden. Tja, genau so sieht es aus, liebe Freunde. Super Mario World aus dem Jahre 1990, natürlich von keinem geringeren als Nintendo, wird heute gespielt. Ich muss zugeben, ich habe vor, weiß ich nicht, 10 Jahren das letzte Mal dieses Spiel gespielt und damals auch nur auf der Originalkonsole und nicht auf dem Emulator. Es wird also wahrscheinlich ziemlich übel für mich ausgehen, aber das ist vollkommen egal, denn ich bin mir ja bekannterweise für nichts zu schade. So, wir nehmen natürlich den A-Slot und sind nur ein Spieler. Denn Freunde hatte ich ja noch nie. So, willkommen! Das ist Dinosaurierland in diesem verrückten fremden Land. Bla 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 bla. Jaja, die Prinzessin ist mal wieder abgehauen und wir müssen sie natürlich vor Bowser retten. Kennt man ja nicht anders. So, wir können uns jetzt entscheiden, ob wir links oder rechts rumgehen. Gehen natürlich rechts rum, denn da oben steht eine 1. Ich weiß nicht, ob das irgendwas zu bedeuten hat. Wo ich gerade dieses wunderschöne Lied höre, ich werde euch nachher noch einen Link in die Beschreibung dieses Videos packen. Von einem, ja, Kumpel ist es nicht, aber ein YouTube-Bekannter von mir, nennt sich Smooth Mac Groove, und er hat genau dieses Lied mal eben als A Cappella-Version veröffentlicht. So, was haben wir denn? Do the spin jump, press the A button. A Super Mario spin jump can break some of the blocks and defeat some of the tougher enemies. Okay, also wenn wir ein paar stärkere Gegner haben oder einige ominöse Blocks, dann können wir die damit zerstören. Das war jetzt ja sehr glorreich. Okay, dann direkt mal der zweite Versuch im ersten Level. Da kann man ja mal abnippeln, ist ja nicht so das Thema. Wie gesagt, ich schäme mich ja für nichts. Okay, doch, ein bisschen schäme ich mich gerade schon. Aber es ist vollkommen egal. Ist ja auch nur ein Test. Eigentlich hätte ich die rote Schildkröte jetzt auch fressen können, ne? Soweit ich weiß, ja. Die Musik ist schon geil. Die ist richtig super einfach. High-End natürlich. Point of advice, this gate marks the middle of this area. By cutting the tape here, you can continue from close to this point. Okay, diese komischen Dinger hier sind quasi ein Checkpoint. Wunderbar. Dann habe ich ja schon mal ordentlich was geschafft. Und hier haben wir ein Leben. Und, oh Gott, miese Maulwürfe. Miese Kackvögel. Maulwurfvögel. Ja, ich weiß nicht, ob ihr schon mal in die anderen Let's Plays geguckt habt. Mein Harvest Moon Let's Play wird, wie gesagt, hier wieder veröffentlicht. Unter anderem finden sich hier auch noch nette Let's Plays vom Dead Space, von dem Kollegen. Von dem Kollegen, Digga. Von dem Kollegen Admiral Hipper und natürlich ein Minecraft Hardcore Let's Play von dem Kollegen Adonis. Und ein Let's Play Together Cube World, ebenfalls von dem Kollegen Adonis und meiner Wenigkeit. Und ich habe vergessen zu springen. Das ist auch wieder super.
passt ja zu mir. Aber wir haben das erste Level geschafft, weil wir so awesome die Mother-Freunde sind. Okay, weiter geht es mit dem nächsten Level. Mit unserem Yoshi hüppeln wir da mal eben rüber. So, ich muss gestehen, ich kenne diese Level gar nicht. Also wirklich gar nicht. Ich werde mich einfach mal auf mein spielerisches Ungeschick verlassen und höchstwahrscheinlich einfach sterben. 20 Mal. 20 Mal sterben bei 6 Leben ist machbar, habe ich mir mal sagen lassen. Wer das gesagt hat, weiß ich nicht. Adam Riese war es nicht. Aber die Musik ist toll. Die gefällt mir. Ich finde das super. Ich mag diese ja, Oldschool. Ja doch, es ist ja eigentlich Oldschool-Musik. Diese alte Spielmusik. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Bit das sind, um ehrlich zu sein. Ist das 16-Bit-Musik oder? Scheiße. 8-Bit-Musik ist es nicht. 8-Bit ist ja noch, ist ja so diese Turbo-Outrun-Geschichte und sowas. Was ich natürlich auch mal let's playen könnte. So ein Outrun-Let's Play? Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr von einem Outrun-Let's Play halten würdet. Und schreibt nicht, wie scheiße ich in diesem Spiel bin, das weiß ich selber. So. Ah, was könnte man denn für Themen aufschlagen? Bald sind Wahlen. Geht ihr wählen? Tut ihr euch das noch an oder denkt ihr euch auch, dass das nicht wirklich was bringt? Ich will jetzt keinen hier davon abbringen, dass er wählen geht oder so. Ich sterbe nämlich lieber. Wie gesagt, ich will keinen davon abbringen, dass er wählen geht oder so. Aber habt ihr euch mal die Wahlplakate angeguckt? Mehr Geld für die Mittelschicht? Gras für alle oder was auch immer? Glaubt ihr ernsthaft, dass irgendeine Partei ihre Versprechen hält? Also ich muss sagen, ich kann mir das immer weniger vorstellen. Es ist heutzutage ja auch generell nur noch so, dass man nicht mehr das wählt, was man wirklich möchte, sondern dass man einfach nur noch das geringere Übel wählen kann. Man kann ja heutzutage kaum noch sagen, hier, ich wähle jetzt die Partei, weil die cool sind, sondern nur noch, ich wähle die Partei, weil die mir am wenigsten Schaden zufügen können. Das finde ich eigentlich ein bisschen traurig. Ich glaube, das ist nicht das, was Politik eigentlich sein sollte, definitiv nicht. Immerhin sitzen da so ein paar feiste, fette Menschen und entscheiden über unser aller Leben und denken dabei, sie wären sonst was und ja, kriegen unser Geld in den Rachen geschmissen und machen einfach nichts für uns. Die machen gar nichts. Finde ich schade. Egal, wir haben das zweite Level auch geschafft. Ich habe mich genug aufgeregt. Und ja, wir sind in Level... War das schon 4? Nein, 3. Auf Yoshi's Island ein bisschen im Wasser mit fiesen Fischen. Ich hasse Fische. Nein, ich liebe die Fische. Ich hatte selber noch Fische. Sie waren lecker. Nein, ich hatte tatsächlich früher mal so ein kleines Aquarium samt Welsen und allem, was so dazugehört. Aber das ja, hat sich dann irgendwann alles erledigt gehabt. Heutzutage bin ich ja auch immer noch ein riesiger Tiernarr. Sage allerdings mal nicht von welcher Art Tier. Denn dann heißt es immer wieder, die sind schmutzig, die sind dreckig, das ist scheiße. Nein, ich bin enormer Rattennarr geworden im Laufe der letzten Jahre. Das ist eine wahre Geschichte. Ich konnte früher nichts mit Ratten anfangen, gar nicht. Und mittlerweile, ja, das weiß ich nicht. Das sind meine Lieblingstiere geworden. Ich hoffe, ihr wundert euch nicht, dass ich nicht allzu viel über dieses Spiel sage, denn allzu viel kann ich selber gar nicht über dieses Spiel sagen, denn ich bin eigentlich nie so der Super Nintendo-Zocker gewesen. Ich war immer mehr die Gameboy auf dem Schulhof-Fraktion und dann die relativ frühe PlayStation-Fraktion, sonst immer Rechner. So viel kann ich ganz ehrlich mit dem SNES nicht anfangen. Ich kenne auch nicht so viele Spiele dafür. Wenn ihr irgendwelche Spielvorschläge habt für ein Let's Retro, dann her damit.
So, wir stehen vor dem bösen Schloss. Zumindest vor einem der bösen Schlösser. Okay, Lava. Lava ist bestimmt schon mal böse. Können wir hier auch. Ach, wir können hier auch krabbeln. Das ist ja schon mal gut zu wissen. Ich habe das Gefühl, ich sollte hier nicht runterfallen. Das wäre bestimmt schlecht. So zum Beispiel. Ich hab doch springen gedrückt. Nanu. Na gut. Dann eben nicht. Okay, wir gehen einfach mal zum anderen Level. Komm, was soll der Geiz? Wir müssen ja sowieso irgendwann alle durchspielen. Und das werden wir auch tun, egal wie lange es dauert. Ja, das Harvest Moon Let's Play, wie gesagt, lädt im Moment hoch. Jeden Tag eine Folge. Wird auch so weitergehen, bis sämtliche Folgen aufgebraucht sind. Anschließend gibt es dann neue Folgen. Habe ich mir zumindest so vorgenommen. Ich denke auch, dass das so umgesetzt wird. Muss nur mal schauen, wie das Ganze zeitlich passt. Denn neben dem ganzen Let's Play hin und her habe ich auch noch andere Verpflichtungen. Wer hätte das gedacht? In Form von einem kleinen Magazin und natürlich meine Arbeit, denn so wirklich leben kann man von Let's Plays ja nicht. Zumindest ich nicht. Und darum schauen wir mal, wie es in der nächsten Zeit mit mir hier so weitergeht. Es wird auf jeden Fall noch einiges von mir zu sehen, zu hören geben. Und ja, hoffentlich auch ein bisschen was Lustiges für euch. Ich möchte ja nicht einfach nur hier rumasseln und nichts tun und niemanden unterhalten können, sondern ich möchte ja tatsächlich irgendwo eine Form der Unterhaltung bieten können für euch, und darum bitte ich euch inständig drum, wenn euch einfällt, was ich besser machen könnte, was wir als WAV Taskforce besser machen könnten oder ja generell, was wir mal daddeln sollten, dann schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, an dieser Stelle beenden wir das Let's Play für heute schon mal. Ich mache mich ein bisschen ans Schneiden, schau mal, wie das Ganze aussieht. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Tschüss!